Hey Leute, heute sind wir am Weihnachtsmarkt in Bayreuth und glaubt es oder nicht, hier gibt es keinen einzigen Stand mit Plätzchen. Wir sind Level Up und zeigen euch heute die zweite und auch letzte Folge in diesem Jahr. Hinter mir seht ihr das Winterdorf in Bayreuth, welches noch wenig besucht ist, aber normalerweise müsst ihr euch dort durch Menschenmassen quetschen, um überhaupt einen Glühwein zu bekommen. Dasselbe Prinzip hat sich Exit Games Bayreuth zu Nutzen gemacht, um ihre Escape-Room-Spiele zu verwirklichen. Und ob letztes Jahr auch wirklich jeder aus dem Raum entkommen ist, seht ihr jetzt. Also, das ist die Julia, ich bin die Lena und sie studiert Medien und Theater und nicht nur Medien und das ist unser Abschlussprojekt, den Bachelor. Man ist eingeschlossen im Raum, man muss Rätsel lösen, Schlösser knacken und irgendwie eine Mission erfüllen oder rauskommen. Also wir haben Mikrofone und Kameras installiert, durch die wir die Spieler beobachten können und denen auch helfen können, durch Hinweise, wenn es nicht weitergeht. Doch, ich glaube schon, dass es damit zu tun ist, wenn es nicht genau die Farbe. Kann man nicht einfach Geld drinnen sein? Wir sitzen hier in unserem Game Master Bereich, überprüfen, ob alle Rätsel richtig gelöst werden. Wenn nicht, helfen wir ein bisschen. Nein! Aber verlassen wir nun die reellen Räume und widmen uns den virtuellen Räumen in Gamedefine, währenddessen ich meinen Glühwein trinke. Willkommen bei Gamedefine, dem Format, in dem wir eine medienwissenschaftliche Theorie so schnell wie möglich leicht verständlich vorstellen. Heute betrachten wir Level Design aus einer architektonischen Perspektive. In seinem Text An Architectural Approach to Level Design beschreibt der Universitätsprofessor Christopher Totten 7 Begriffe, die ein nützliches Werkzeug sein können, um Level Design zu erläutern. Diese 7 Begriffe sind District, Node, Edge, Path, Steiner Point, Architectural Weenie und Hubspace. Districts sind Bereiche oder Areale in Spielwelten. Diese können zum Beispiel Städte, Fürstentümer, aber auch Wälder und andere Biome darstellen. Nodes oder Knotenpunkte sind Entscheidungen oder Ereignisse, die in den verschiedenen Districts stattfinden können. Ein Node kann quasi alles sein: ein Questgeber, eine Weggabelung oder Kämpfe. Die Grenzen zwischen den Districts nennt Totten Edges. In einer Spielwelt kann dies beispielsweise eine simple Mauer sein, aber auch fließende Übergänge zwischen zwei Biomen, also wenn man von einem Sumpf in einen Wald kommt. Damit der Spieler einen Weg hat, von welchem er abweichen kann, gibt es die Paths. Sie dienen der Führung des Spielers und werden meist durch Straßen dargestellt. Ein Path kann aber auch einfach ein gelaufener Weg zwischen zwei Zielen sein. Totten beschreibt zusätzlich den Begriff Steiner Point. Diese Punkte sind als Abkürzung zu verstehen. Klassisch findet man Steiner Points in Backtracking-Passagen, also wenn der Spieler einen Gang entlang geht, eine Schatztruhe findet und dann durch eine Abkürzung wieder beim Ausgang des Gangs herauskommt. Meistens Steiner Points durch Höhenunterschiede geprägt. Ein Beispiel dafür ist das Hinunterspringen in einen Heuballen in Assassin's Creed. Architectural Weenies, oder Landmarks genannt, sind auffällige Gebäude oder Strukturen. Sie nennen sich Weenies, da der Spieler wie ein Hund, der einem Würstchen nachrennt, hergelockt wird. Diese Weenies helfen aber auch dem Spieler, sich zu orientieren. Zu guter Letzt spricht Totten von Hubspaces. Dies sind Orte, von denen andere Orte erreicht werden können. Prinzessin Peaches Schloss in Super Mario 64 ist solch ein Hub. Hubs eignen sich sehr gut, um drastische narrative Sprünge glaubhaft zu machen. Wenn Mario also zwischen einer Eiswelt und einer Lavawelt hin und her wechselt, so macht der Hubspace es möglich, diese Level miteinander zu verbinden.
Unsere Sendung ist jetzt schon fast durch, aber ihr habt noch eine letzte Chance, euch zurückzulehnen und unseren drei Redakteuren zuzuschauen, wie sie sich durch Legend, The Hand of God, durchquälen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Level Up Gaming Group. Für die Leute unter euch, die nicht wissen, um was es hier geht, unsere Regie sucht sich Spiele aus irgendwelchen, weiß nicht, Grabbelkisten, Mülleimern, je nachdem, wo sie irgendwas gerade finden, und setzen die uns dann zum Spielen vor. Wir dagegen schauen dann, ob die Spiele wirklich schlecht sind und ihren Platz verdienen oder ob sie vielleicht ganz gut sind und es eine geheime Perle ist. Schauen wir mal, was die Redaktion heute für uns hat. So, und zwar haben wir Hand of God Legend mit Cosmo Schieberhagen als Lichtelfe Luna. Ja, das kann man mal so lassen. Kann man lassen, das ist eine heiße Schnitte, ne? Ja. Schauen wir mal. Also, sie stehen als junger Adept des Ordens der Bewahrer der Heiligen Flamme kurz vor ihrer Aufnahme in den Orden. Dann ereignen sich schreckliche Dinge. In der Nacht ihrer letzten Prüfung wird das Portal, das der Orden bewacht, gewaltsam geöffnet. Durch das Tor strömen finstere Dämonen, vernichten den Orden und verwüsten das Land. Nur mit Hilfe der Hand Gottes, einem mächtigen Amulett, können die Dämonen besiegt werden. Geiler RPG-Shit, ne? Ja. Die Welt wartet auf sie, den geheimnisvollen Retter. Gemeinsam mit einer vorlauten Lichtelfe als Gefährtin machen sie sich auf, das legendäre Artefakt zu finden und das Portal auf ewig wieder zu versiegeln. Ja, ist geil. Legen wir mal ein, installieren wir. So. Ja. Mach das mal. Mach ich mal. Machst du mal. Ich habe mich ja gerade echt auf eine Karte gefreut. Ich habe was viel Besseres bekommen. Wo ist der Fantasma Schieberhagen? Nein. Werde ich mir daheim über mein Doppel? Werde ich das? Habe ich kurz drauf so. Fallen hier einer diesen Ball drauf? Ja, das ist auch so vom Intro her, das hat allgemein ein bisschen an Herr der Ringe erinnert. Stimmt. Also, das ist die Erinnerung. Gute Cosmo. Da oben auf dem Weg wahrscheinlich. Es gibt gar keine Hoffnung, es geht nur einer einzigen. Das sind alle wirklich bekannte Synchronsprecher. Mhm. Oh, das ist das eine, was die Deutschen singen können, Dänisch. Viele gescheitert sind. Oh, wer macht denn nicht? Oh, das ist eine Waffe. Ein Ball. Das Kampfsystem ist aber halt alles andere als flüssig, ne? Oh, ich bin immer noch überzeugt, dass du irgendwas machst. Besser als deine. Wenn du zwei drückst. Jetzt schauen wir mal, jetzt kann ich die bestimmt ausrüsten. Nein, aber das Ball kannst du ausrüsten. Ja, da hast du direkt mehr Schaden. Cosmo, shut the fuck up. Das macht das bei mehr Schaden? Ne? Ich hab nicht so viel Acht. Hinten blinkt was. Blut. Wir sind im Level. Liebe Blut. Na, ich finde irgendwie die Hitboxen gerade so. Ist ein bisschen klein. Amulett. Doppelklickes aufheben? Ja, aber es liegt gerade ein bisschen. Tut mir leid. Ich glaube, ich hab's. Wollen wir ins Kommentar schauen? Was hast du? Ich bin gerade in den Nächsten. Tja, wir haben das Spiel gecraftet. Nice. Na. Erstmal kaputt machen. Wie lange wird das Spiel? Eine 5 Stunden oder so? Keine Ahnung. Also nachdem das Spiel 9 Jahre alt ist und der PC ein Jahr alt ist, müsste man eigentlich schon meinen, dass das laufen soll. Ja, gucken wir mal. Ja, ich bitte jetzt halt nicht das wieder rein. Ich sterb nicht. Ich sterb nicht. Ich bin okay. Doch, ich sterb nicht. Oh, fuck, ich sterbe nicht. Lauf, Mann!
My turn. Das ist viel zu schnell gestorben. Schieß einfach mal grob in die Richtung von den drei Gegnern und guck, ob. Okay. Ja, genau. Ob dann einer verschwindet. Warte, ich habe auch gar nicht so gut gesetzt. Doch, die war schon. Ja, Risiko, wir kommen her. Nein! Er hatte nur noch halbes Leben. Also, die Range ist lächerlich. Ja, dann schätze ich mal, machen wir an dem Punkt Schluss. Ja. Dann zicken wir einen Ruhestein. Ja, Resümee. War ganz okay, für 3 Euro geht das voll klar. Ja. 2007. Also. Ich finde das Spiel, also hat mich tatsächlich positiv gehört. Ja, ich dachte, es wird schlimm. Aber also, gerade weil es wieder ein deutsches Spiel ist, habe ich was deutlich Schlimmeres erwartet. Es hätte für 2007 schöner ausschauen können. Ja. Mhm. Also, ich finde tatsächlich visuell finde ich sehr ansprechend. Also, für 2007 hat es mich sehr überrascht, gerade visuell. Da finde ich tatsächlich, dass man vielleicht gerade ein bisschen mehr eine Mechanik, ein bisschen, also Kampfmechanik und so, und auch die alte Mechanik, hätte man ein bisschen besser dran arbeiten können. Ja, also das Kämpfen ist halt echt schleppend. So, es fühlt sich einfach nicht. Es fühlt sich nicht flüssig an. So, ja. Die Bewegungen auch nicht. Da. Nee, du hast auch schon gemeint, es fühlt sich ähnlich wie ein Diablo. Da hätte man sich eigentlich mehr abschauen können. Ich denke, das ist ganz lustig, es mal irgendwie in einer Nacht durchzusuchten, vielleicht irgendwie mit 2-3 Leuten. Was mich ein bisschen gestört hat, auch so das mit dem Maustasten so gestört hat, die Kamera und nicht mit WASD. Ja, dass es sich allgemein einfach mit WASD bewegt. Ja. So. Das fand ich sehr doof. Aber ansonsten, super. Ja, und was man vielleicht auch noch hervorheben sollte, also wirklich die Synchronsprecher, also fand ich auch jetzt eher beeindruckend so. Also. Da ist wahrscheinlich einfach das ganze Budget reingeflossen. Wobei ich sagen muss, dass dadurch, dass wir Werbung mit Cosma Shiva gemacht haben, die mir voll auf die Nerven gegangen ist auf Dauer. Das ist wichtig. So, also du siehst nichts von mir? Aber stand jetzt nicht sogar drauf, Nerven, Elfen oder so? Als Lichtelfen steht das drauf. Nee, hinten auf dem Gamestand ist, glaube ich, drauf. Vorlaut. Vorlaut, ja. Vorlaut, aber das finde ich hier auch schon nervig, so von wegen dieser wenigsten. Ja, die ist halt, ja. Ja, aber ich meine, welcher Sidekick ist nicht nervig irgendwo? Das ist witzig. Ja gut, dann machen wir da Schluss. Ich hoffe, euch allen hat es gefallen. Ich hatte zeitweise meinen Spaß. Ich bin direkt gestorben. Die Agent Skills, ne? Ja. Sehr gut, dann war es das von uns. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dankeschön. Dann sind wir auch schon am Ende mit unserer zweiten und auch letzten Sendung in diesem Jahr. Ich entlasse euch hiermit in die Weihnachtszeit. Esst nicht zu viele Kekse und frohe Weihnachten und bis nächstes Jahr.